Hallo und willkommen, ich bin am G3 und wie ihr seht, es ist nochmal Zeit für Valheim und heute wird wahrlich nur gebaut. Fast nur gebaut. Den ein oder anderen Tag später und wir sind jetzt wieder mal im Sumpf in diesem doch sehr verwahrlosten Turm und natürlich, oh, und schon falle ich runter. Das ist nämlich eine Sache, die auf jeden Fall gefixt werden muss. Hier gibt es überall Löcher in diesem Turm. Möglichkeiten hier reinzukommen, die nicht sein müssen in meinen Augen. Deswegen fangen wir erstmal an mit dem Turmausbau dezent, nämlich erstmal machen wir Löcher zu. Ich würde sagen, das ist die erste und richtige und wichtige Sache, die wir machen sollten. Das heißt, man hier ist relativ viel Platz. Das Problem ist, wie ich schon in der Vergangenheit meinte, ich bin jemand, der normalerweise eigentlich nur eckige Sachen baut. Und hier der Turm hat natürlich so eine eher Rundung und ich will, dass das halbwegs passt. Ja, ich würde sagen, das können wir stehen lassen. Das ist dicht, würde ich behaupten. Und das Einzige, was ich jetzt aufpassen muss, ist, dass ich nicht im Hinterrücks irgendwo von irgendwelchen Monstrositäten angegriffen werde. Weil noch so ein großer Schlag und der Turm ist wahrscheinlich weg. Ja. Wenn wir nämlich mal gucken gehen, hier seht ihr, die ganzen Gebäude hier oder die ganzen Steine halten teilweise nichts mehr aus. Das sagt diese tolle kleine Balken, den gelben, den man fast nicht mehr sieht. Und ich müsste es eigentlich reparieren, aber dafür müsste ich Eisen haben, damit ich was reparieren kann. Und das Schlimme ist, ich höre ständig irgendwas und ich weiß nicht, wo es herkommt. Das ist das Schlimmste eigentlich. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich machen müsste, wäre nebenbei, dass ich überall hier die Löcher flicken muss. Zum Beispiel auch hier das Ding hier im Boden. Das müssen wir auch mal zumachen hier gerade, wenn wir gerade mal anfangen mit dem Rumbauen. Hier, machen wir so ein Brett hier drüber. So. Jetzt kann ich wenigstens nicht mehr durch den Boden fallen. Wir müssen vor allem auch nachher erstmal für Lichtverhältnisse sorgen, weil ich sehe nicht viel. Und das Problem ist, ich bin mir relativ sicher, ich kann keine Feuerstelle einfach hier reinsetzen. Wäre natürlich toll, wenn ich, was natürlich wirklich eine Überlegung wäre, wir benutzen hier die Möglichkeit, wie das da hinten, eine Feuerstelle, und bauen außen herum sozusagen eine Festung, was auch eine Idee wäre. Allerdings verbraucht das relativ viele Ressourcen und die Feuerelementare könnten wahrscheinlich mit einer Festung danach spawnen, was ich nicht unbedingt möchte. Komm, fangen wir erstmal vorne an. Erstmal hier die Sachen alle klar machen. Hier unten gibt es ja noch einen zweiten Ausgang, nämlich hier um die Ecke, hier vorne hin. Ich würde sagen, diesen uralten Baum lasse ich sogar stehen. Und setze jetzt einfach eine große Tür rein. Ich würde sagen, das ist schon mal auch ein wichtiger Schritt. Wenn da nämlich jemand reinkommen möchte, höre ich ihn wenigstens vorher so. Plapp. Nee, passt überhaupt nicht hier vor. Das ist natürlich klasse. Boah, die Geräusche machen mich absolut kirre. Weil wie gesagt, ich muss ja mitkriegen, dass was kommt, damit ich es aufhalten kann, bevor es ein Turm reicht. Nee, kann ich überhaupt nicht machen. Wisst ihr was, wir machen das Ding einfach zu. Komm, was soll der Geiz? Wir sagen einfach hier, komm. Das kann ich noch nicht mal richtig hier vorsitzen, sehe ich gerade. Das ist echt nicht schön. Doch hier. Nicht schön, aber selten. Gut, dass der Schleim nicht unter den Ritzen durchkrabbeln kann, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Es sind schon mal zwei Eingänge gesichert. Das ist gut. Und ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Fan davon, dass ich die Bäume wegmache, weil das ist natürlich eine Möglichkeit, schneller, dichter an den Turm ranzukommen. Und wenn was Großes dann hierher kommt, da haben wir direkt ein Problem. Hier die Treppe lasse ich so kaputt wahrscheinlich, wie sie ist. Wobei, ich mache sogar das Holz hier vorne weg. Dass ich besser hier hochkommen kann. Und was ich auch festgestellt habe, aber das ist eigentlich schon länger der Fall, dass ich das mitgekriegt habe. Angenommen, ich tue jetzt hier angefangen, Bäume zu fällen. Nehmen wir erstmal die Tanne hier vorne. Passt mal auf, was wahrscheinlich gleich passiert. Da ist so ein bisschen Holz hier. Hier so ein paar Tannen wegmachen, weil die stehen im Zweifelsfall eh im Weg, wenn ich hier durchlaufen will. Aber passt mal auf, was gleich passiert. Wahrscheinlich. Wenn ich hier so ein bisschen was an Holz versuche wegzunehmen. Aber momentan habt ihr vielleicht gesehen, ah, da seht ihr schon. Plötzlich kommen Skellies überall angelaufen. Wahrscheinlich kommen noch ein paar andere Gestalten gleich dazu, die mich killen gehen wollen. Was übrigens eine Standardmechanik scheinbar des Spiels ist. Sobald man Ressourcen abbaut, kommen Gegner. Was natürlich dementsprechend, was für Gegner kommen, tödlich für mich sein kann. Deswegen muss ich sehr aufpassen mit dem Holzfällen hier. Seht ihr mal, kommen noch ein paar Skellies. Die sagen sich, oh, ich hab da eine Axt gehört im Wald. Mhm, mäßig. Quasi. Deswegen muss ich sehr aufpassen, wenn ich versuche, hier Holz oder Bäume generell wegzumachen. Sowieso, das ist eine Sache, nämlich, die ich mir eben noch überlegt hatte. Generell, sozusagen, die eine sinnige Option wäre, gerade wenn wir hier was ausbauen. Ja, Feuerelementare, die auf Wasser platzen. So, und zwar nämlich eine sinnige Überlegung hier gerade. Nebenbei, dass ich überall jetzt hier Palisaden an die Lücken dran kleistern kann, damit keiner mich mit dem Bogen irgendwo erschießt, was nämlich schon mal fast der Fall gewesen ist. Nee, ich habe eine bessere Idee sogar. Weil hier diese ganzen Steine könnten mir unterm Hintern ja jederzeit weggeklackt werden. Was aber nicht weggeklackt werden kann, ist das.
Ja, ein Baum. Jetzt werde ich sagen, kann man Baum nicht fällen? Nicht unbedingt, denn wenn der nicht mit Baum mehr genannt wird, also da steht jetzt nicht dran, dass er ein Baum ist. Jetzt komme ich noch nicht mal dran. Lass mal kurz was bauen. Tu mal einfach mal so ein bisschen Holz hier vorne beischmeißen. Jetzt müsste ich drankommen. Seht mal da kommen schon wieder welche. Droger, die auf mich zukommen. Seht ihr? Keine Zahl. Wisst ihr, warum nicht? Dieses Teil gilt als Gelände. Das heißt, wir könnten sicherheitshalber die höheren Etagen an dieses Holzteil hier dran machen, an diesen Baum. Und dann dürfte ich auch weniger Probleme haben. Problem ist, wenn der jetzt unten anfängt, mir auf alles einzuschlagen, dann wird es problematisch. Deswegen seppen wir kurz weg. Na okay, der ist weggelaufen. Hoffentlich kommt er nicht gleich mit Verstärkung wieder. Aber wie dem auch gerade sei, wir können wie gesagt an die Bäume alles dran schmeißen. Problem ist, wir sind relativ hoch. Das heißt, wenn ich runterfalle, bin ich wahrscheinlich tot. Auch mit dem ganzen Essen. Aber das ist zumindest auf lange Sicht vielleicht eine gute Idee. Das heißt, man, ich müsste wirklich dann sagen, wir nutzen hier so große Balken vielleicht und tun die hier irgendwie so einen Baum dran schmeißen, wie hier zum Beispiel, da wir sagen können, das ist so eine Art Fundament, was aber jetzt nicht mehr im Turm, sondern eben am Baum gebunden ist, was ich glaube auf lange Sicht klar nicht verkehrt sein muss. Vor allem, wenn ich ein Dach bauen möchte, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Bauen wir mal so ein Ding hier hin, solange ich unten drunter durchpasse. Ja, ist okay, ist okay. Sieht nicht schön aus, ich weiß, aber generell habe ich sowieso gleich ein Problem. Denn, wie ihr vielleicht wisst, normalerweise, wie gesagt, ich baue gerne eckig, aber das Spiel bevorzugt den eckigen Bau. Und diese Rundbauten hier, diese quasi Rundbauten oder Vielecke, die hier sind, die sind ein bisschen trickreich. Die sind vor allem sehr trickreich. Ich sollte mir erstmal die Ressourcen noch schneller holen. Ach, da sind noch mal ein paar geplatzt. Ausgezeichnet. Wissen wir, holen wir uns gerade alles. Holen wir uns doch gerade alles hier. Oh, wait, ich kann mir gar nicht alles holen, weil ich habe so viel Holz im Inventar. Aha! Ach, da ist der Droger von eben. Ausgezeichnet. Komm, komm her, Droger, komm her. Aha! Patsch. Gut. Ausgezeichnet. Lieber die Typen wegkillen, als dass sie die Festung rumwuseln die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal ein paar Löcher zu. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wenn ich irgendwo Löcher sehe, machen wir auch kurz Holz davor. Das passt alles mir nicht. Hier so ein Ding vielleicht, so ein schmales. Ja. Sieht nicht schön aus, aber zumindest kann mir keiner mehr durch die Steine schießen und mich abmurksen. So, hier, das hier ist ja alles zu. Da vorne ist aber noch eine Lücke drin. Da machen wir auch noch schnell einen Stein rein. Also Stein. Vorzugsweise hier ein Stück Holz. Machen wir es so. Und keine Panik, wir werden auf jeden Fall danach noch... Vielleicht so. Erstmal, vorsichtshalber. Und... Was? Das hört sich immer so an, dass direkt hinter mir wieder das Wasser gespratzt. Ist egal. So, jetzt müssen wir noch ein paar andere Ecken hier vorne höher bauen. Und vor allem, jetzt haben wir noch halbwegs Licht. Wir sollten gleich einmal dafür sorgen, dass wir Licht hier drin haben. Nur mal als Test, weil hier die Ecke ist ja viel zu dunkel. Hier kann man überhaupt nichts erkennen. Hier, machen wir das zuerst mal. Haben wir eine Möglichkeit, Lampen zu bauen? Oh, Harz fehlt mir. Oh, wow, das ist kein Problem. Sekunde, ich komme gerade wieder. Ich muss auch gar nicht weglaufen. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe noch was hier dabei. Gut, bauen wir erstmal hier Licht hin. Lichtquellen. Mal gucken, ob die brennen überhaupt. Das ist ja erstmal die wichtige Frage. Brennen die Teile hier drin überhaupt? Machen wir hier so unten noch die Treppe vielleicht so ein Ding hin. Ah, das sieht doch schon definitiv besser aus, das Ganze. Als nächstes am besten bauen wir direkt neben den Tisch, damit man ein bisschen besser hier was sehen kann. Ja, das sind Elementare an der Distanz, wie die kaputt gehen. Seht man, das ist auch schon sehr viel angenehmere Umgebung. Und am besten, bevor wir irgendwas anderes tun, lass uns erstmal ein Dach hier hinbauen. Ich glaube, das hat erst was wir tun sollen. Ich sehe auch in der Distanz immer Typen hier rumschleichen. Und das ist nicht alles nur Blutegel, leider. Okay, da wir jetzt hier angefangen haben, den Baum schon einzunehmen, guck mal ganz kurz, welche von diesen Bäumen sind überhaupt noch für uns verfügbar. Lass uns erstmal ein bisschen hier gucken gehen. Nicht so ein Baum. So. Das heißt, wir gehen vielleicht von hier vorne so rüber. Kommt er einem Stein halbwegs vorbei? Nee, nicht wirklich. Ist egal. Gehen wir ein bisschen weiter so. Naja, sieht auch nicht aus. Vielleicht so ein bisschen wie eine Honigwabe vielleicht hier hinbauen. Das ist ungefähr wie der Turm aussieht. Aber nur sehr, sehr... Naja, nicht wirklich. Oh Gott, ah, das sieht ungefähr aus. Nee, sieht's nicht. Okay, dann nehmen wir das wieder weg. So, dann nehmen wir erstmal das Holz weg, was wir nicht haben wollen. Ah, ist immer schwierig. Wie machen wir das? Was natürlich einfachste wäre, einfach, wir nehmen uns... Wisst ihr, das ist das Beste, was wir machen können.
bevor ich mir Sachen überlege, die nicht funktionieren. Nehmen wir erstmal Sachen, die wahrscheinlich funktionieren. Hinter ist ja der Mittelpunkt von dem Turm, wenn wir jetzt von oben gucken. Richtig? Richtig. Das heißt, wir müssten eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur den Mittelpunkt finden. Wahrscheinlich ist es dieses Viereck, was hier als Loch tatsächlich hier steht, ist ungefähr die Mitte davon, oder? Lass mal kurz gucken. Angenommen, ich tue das hier dran halten. Das ist ungefähr so breit wie der Balken. Ungefähr. Das heißt, man nach da müsste ich. Da müsste ich hochgehen, damit ich sehen kann. Wenn ich von dem Teil in der Mitte ausgehe, ist es. Boah, das kann man jetzt super schlecht erkennen, das hier. Mist, hier habe ich eben geguckt. So war das, glaube ich, oder? Ah, ist natürlich schlecht jetzt gerade, das hier. Also ja, ungefähr passt. Ungefähr. Also das, witzigerweise, das Ding, was ich schon hingebaut habe, ist quasi der Mittelpunkt von dem Ganzen, was ich hier haben könnte. Und theoretisch gesehen, wenn ich jetzt von außen an die Wände nichts dran machen will, müsste ich in der Mitte einfach hochgehen. Das ist jetzt mein Plan. Also bauen wir hier übergangstechnisch, damit wir es einfach haben. Am besten, wir machen nur zwei, damit wir nicht so viel Holz verbrauchen. So zwei Punkte. Das wären also jetzt die ausschlaggebenden Pfeiler, wo wir jetzt danach das Dach drauf bauen werden. So. Ich habe genug von dem Holz dabei, was soll der Geiz? Es ist sowieso viel einfacher, wenn hier oben so genug von diesen Dingen existiert. Und da könnte ich erstmal professorisch ein Dach hinschmeißen. Ist es gut? Nein, nicht wirklich. Aber wir machen es jetzt erstmal, damit wir erstmal einen Anfang hier kriegen. Am besten benutzen wir noch weitergehend erstmal hier das Holz. Nicht das. Kürzer. Das hier. Damit für mich die Sache gleich einfacher wird mit dem Dach. Vielleicht könnten wir auch noch höher gehen, damit das Dach noch höher ist. Aber fangen wir erstmal irgendwo an. Fangen wir erstmal vorsichtig hier irgendwo an und sagen, hier, das wäre jetzt die höchste Ecke, wie ich bauen will. Okay. Nicht super, aber ich nehme es jetzt erstmal quasi. Und mache erstmal ein Dach dran. Das ist vielleicht eine Idee. Bauen wir erstmal ein Dach hier vorne hin. Am besten nicht so ein steiles Dach, weil wir reden von einem Turm. Und der ist sehr breit. Ich bin der Meinung, wir müssten dann eher so ein Flachdach nehmen. Hier so ein Dach vielleicht. Ich weiß, ich kann gleich hier oben nicht mehr drauflaufen. Das ist jetzt mal ein Stück weit egal. Lass es mal hier oben geschickt dran montieren. Vielleicht so. Und ja, ich weiß, das Dach ist zu klein. Wir müssten es eigentlich viel größer haben. Aber nur, damit wir erstmal einen Anfang haben. Damit wir sagen können, wir sind auf dem Zuge des Anfangs. Mir ist gerade was eingefallen. Ich kann da oben gar nichts draufsetzen. Weil wenn ich, ne? Ich müsste ja dann so ein... Ich müsste es genau eine Ecke größer machen, das Ganze hier oben, damit es... Moment, ich habe gerade eine Idee, ich hatte eigentlich vor, das erst fertig zu bauen, aber mir ist gerade was Besseres eingefallen. Wie es immer so ist in Valheim, man reißt ständig alles ab. So, meine Idee ist jetzt, wir bauen es einfach breiter. Genau eins breiter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in der Nacht hier rumschleiche, fällt mir gerade ein. Weil wenn ich in der Nacht noch hier bin, werde ich definitiv von Geistern gekillt, was wahrscheinlich bald der Fall sein wird. Ich sollte mich beeilen. Ich würde sagen, wir gehen, weil es ist gerade dunkel geworden, und zwar sehr dunkel. In der Distanz sehe ich ein bisschen was am Leuchten, und das Leuchten ist in der Regel das Zeichen, dass irgendwas da ist, was nicht gut für mich ist. Hey, wir gehen mal ganz kurz. Vor allem, wir schleichen mal ganz kurz. Ist was in der Nähe, was mich sehen kann? Ja. Wir hauen besser schnell ab, bevor es uns wirklich killen kann. Ach ja, der Morgen und irgendwo platzen Elementare im Hintergrund. Witzigerweise noch andere Sachen, die passiert. Unten ist noch mehr Loot am Rumliegen. Kümmern wir uns jetzt aber nicht gerade drum. Wow, Sumpf sage ich nur. So, ich hatte nämlich hier angefangen, noch was zu stricken, und zwar folgendes. Meine Idee war jetzt eben gewesen, ich müsste das Dach ja nur quasi eins größer bauen. In Anführungsstrichen eins größer, damit ich oben ein richtiges Dach draufsetzen kann. Zumindest war das mein Plan gewesen. Ob es danach funktioniert, ist eine andere Geschichte. Ich ist blockiert. Okay. Da, bam. Da müsste ich hin. Warum ich das jetzt so in die Mitte setzen kann, ist einfach. Ich habe hier zwei einzelne, lass mich kurz zeigen, dass man das vielleicht sehen kann, zwei einzelne Holzstücke hingesetzt, weil dann kann ich nämlich genau das Ding halb und halb setzen. Und jetzt müsste ich nur, damit der Rest passt, außen herum hier so kleine Holzdinger dran setzen. Oh, jetzt darf ich nicht runterfahren. Holzdinger dran setzen, die hoffentlich snappen, wie sie sollen. Nicht so, wie ich hier gerade stehe. Wow. Ich hätte hier oben ja auch Licht hinbauen sollen. Ich sehe mich fast nichts. Leider kann ich nicht die Fackel rausholen. So, die Holzteile gucken jetzt von der Mitte aus ein bisschen raus.
Und mit diesem Rausgucken müsste ich gerade in der Lage sein, sofern das alles richtig gesnappt hat, könnte ich jetzt dieses Dach einmal außen rum bauen und dann in der Mitte, wir machen sogar das Ding in der Mitte sogar jetzt sofort, damit wir es einfach noch haben. Und zwar baue ich dann dieses 26 Grad Dachstück direkt in der Mitte da drüber, nämlich hier hin. So vielleicht. Ja. Könnte passen. Ausgezeichnet. Dann machen wir direkt hier vorne dann alles dicht. Und dann ist nämlich das Dach fertig oben. Immer wieder. Wow, mein Essen geht auch bald alle. Heißt man, ich halte auch gleich nichts mehr aus. Wow, das bringt mich auch wahnsinnig dann. Das bringt mich auf jeden Fall auch um, wenn ich runterfalle jetzt. Okay, das kann ich auch nicht hinbauen. Aber das ist zumindest der erste Anfang von einem Dach, was zumindest passen könnte. Gucken wir uns von unten, gucken, ob es passt überhaupt halbwegs. Das sieht richtig aus. Zumindest im Ansatz. Das wird, wir können aber hier das andere Dach hier noch von unten hingegen kleistern. So. Und von hier aus geht es einmal rundherum. Am besten, ich hole mal kurz was zu essen hier im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sehen wir uns dann gerade wieder. Das ist rot. Das heißt, hier darf ich nicht mehr viel dran setzen, es sei denn, ich baue hier vorne rum, weil ich natürlich vorhab. Dann soll das auch kein Problem sein. Lass uns das noch gerade tun und dann... Bam. Yeah. Ah, guck mal, wird doch langsam was. Ist zwar jetzt nicht hundertzentig, wir müssen ein viereckiges Dach für einen runden Turm bauen, aber was soll's. Und wieder platzen die Tausende von Elementare links und rechts. Gut. So, komme ich hier oben noch drauf überhaupt? Wahrscheinlich schlechter. Von der anderen Seite vielleicht bauen jetzt. So, gleich haben wir es geschafft. Dann haben wir zumindest schon mal von unten den viereckigen Aufbau fertig. Von dem Dach. Aber wenn ich jetzt gerade da damals fast gehabt, oder? Ja. Gut, es fehlt nur noch hier das Stück, dann haben wir wenigstens das Dach schon mal fertig. Das ist schon mal nicht verkehrt. Da haben wir wenigstens schon mal einen Anfang für das Ganze hier. Zumindest im... Oh wait, da war ja was. Ich muss ja irgendwie noch oben drauf kommen. Ohne ich runterfalle vielleicht. Okay, dann machen wir Plan B, was ich nämlich immer gern tue. Wir tun einfach in der Nähe von dem Baum Holz. Weil das zählt witzigerweise als, ja, als Boden und deswegen kann man von hier aus super toll alles auch draufsetzen, wenn sein muss. Auch zum Beispiel jetzt gerade eine Leiter. So, es sei denn, ich springe daneben und falle in meinen Untergang, aber nein. Okay, gehen wir kurz hier hoch. Machen schnell hier das zu. So, einmal ein komplettes Dach fertig gebaut. Jetzt können wir auch theoretisch die ganzen blöden kleinen Verstrebungen wieder rausnehmen, weil die waren nur dafür da, dass ich das hinbauen konnte. Und der Rest können wir so stehen lassen, der wird eigentlich schon gehalten. Und wir haben auch fast den ganzen Turm drunter gekriegt. Ja, ich weiß die Ecke hier vorne nicht wirklich, aber fast. Ich meine, die Steine können ruhig nass werden außen herum. Und der Rest sieht eigentlich ganz okay aus. Ich glaube sogar, dass hier das lasse ich erstmal stehen. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Noch? Okay, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, man hier drinnen wird auch langsam alles trocken. Das Gute ist, die ganzen Steine hören auf zu krass zu reflektieren wegen der Nässe. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, hier ein paar andere Löcher zumachen vor allem. Am besten von draußen, weil von drinnen sieht man alles so schlecht. Haha. Okay, Gegner, kommt zu mir. Wenn ihr mich angreifen wollt, und macht's jetzt. Manchmal ist es so, weil hier so Sachen in der Luft rumfliegen, manchmal denkt man, in der Distanz läuft jemand lang. In Wirklichkeit, das hat nur so ein Fussel gerade in der Luft vor mir. Mensch. Gut, dann, ich würde sagen, hier, das machen wir auf jeden Fall noch zu. Sinnigerweise mit hier sowas, genau. So Palisaden und so. So eine hohe Palisade davor klagen. Ich meine, ist nicht schön, aber selten, wie man es schön sagt. Und vielleicht hier noch, so eine Ecke vielleicht. So vielleicht. Und dann da so ein bisschen reingehend vielleicht, wenn wir es gesnappt hinkriechten. So vielleicht. Ja, nicht super, aber ich nehme es erstmal. Dann können wir auch hier neben direkt das Ding zumachen. Bisschen so. Geduldsspiel, sage ich nur, aber guck mal hier, das ist doch fast gut. Das ist doch nicht super, aber... Ich
Ich hasse es, wenn ich im Rücken ständig Geräusche habe. So, okay, jetzt müssen wir hier vorne noch eins zumachen. Da haben wir es eigentlich fast geschafft. Da ist der Turm eigentlich schon fast renoviert, ganz ehrlich gesagt. Ich bin fast positiv davon überzeugt. Also überrascht. Überrascht. Beeindruckt. Oh, halt. Hier, ich sehe gerade. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir noch zumachen. Da ist eine Tür, müsste dahin. Da sollte man auch eine Tür wenigstens reinbauen. Eine wenigstens. Eine große Tür. Was ist denn so eine Tür? Hier so hin. Ja. Kann ich irgendwie was Kleines da, so hier sowas dahin bauen? Das würde mir jetzt echt gefallen. Auf der anderen Seite, weißt du was, lass uns offen, da kann man wenigstens rausgucken. Wir müssen nicht jedes Mal die Tür aufmachen. Was war das überhaupt? Ach, die Innereien von eben. Gut. Das heißt, da kann ich wenigstens rausgucken. Aber kann ich überhaupt rausgucken von da? Oder werde ich schon erschossen von da? Hier ist eine Kiste davor. Ich habe ein bisschen Blick nach draußen. Das ist wenigstens nicht schlecht. Wisst ihr was, da haben wir es schon geschafft. Mensch, da geht doch fix. Alles in allem gesehen. Da kann ich was aufheben. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen viel Holz dabei. Ich darf kurz ein bisschen Holz abschmeißen. Hedat kann mal raus, dann schmeißen wir Hedat hier rein und dann schmeißen wir Hedat da hinten rein. Das ist für mich das größte Problem jedes Mal. Ich krieg's nie auf die Reihe, die Kisten sinnig zu füllen mit den Sachen. Meistens tue ich immer Sachen links, rechts schmeißen, die eigentlich in andere Kisten reingehören. Aber da komme ich auch immer noch hinter. So, davon abgesehen, können wir was reparieren hier? Ja, wir sind überdacht. Aha, wir können den Hammer reparieren. Gut. Gut. Yay, Mensch, wir haben es geschafft. So, und von hier aus müssen wir noch eine Sache machen. Ja, habe ich wahrscheinlich jetzt das Ohr abgekaut mit dem, was ich gebaut habe. Wobei ich war ja nicht lang, muss man dazu sagen. Aber eine Kleinigkeit fehlt natürlich jetzt noch. Die Überlegung. Ich meine, das Ding steht jetzt halbwegs. Also, wir müssen es selber aus der Distanz vor ein bisschen ansehen. Guck mal hier, was Würfel hier sind. Guckt euch das an. Guckt euch das an hier. Würfel. Kohle und Würfel. Ich kann gar nicht alle aufheben, so viele sind. Seht mal hier. 17 davon und hier locker flockig 85 von Kohle. Gucken wir uns mal hier das Ding kurz aus der Distanz an, wie es aussieht. Weil wenn man da drunter steht, ist immer schlecht zu sagen, aber lass mal kurz 2 Meter Abstand davon halten und drauf gucken. So hierhin vielleicht, damit ich nicht hinrücks erschossen werde sofort. Vielleicht oder hierhin. Ach komm, da hat doch was, oder? Eben, ne? Dafür, dass das eigentlich ein schrottiger Turm war, wo schon ein Troll draufgeschlagen hat. Wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt nach oben lockerflockig gehen, weil der Baum so passend da steht. Oder wir können, ist das ein Baum, oder ist das ein Baum, nicht Baum? Okay, ist ein fester Baum. Gut, das heißt, wir könnten auch nach sowas rüberbauen nach dort. Ein riesen Ding hier drüber bauen, wa? Könnten wir beinahe. Es sind so viele Bäume in der Nähe. So bei der Höhe glaube ich, dass das zum Gelände gehören. Das heißt, wir könnten es also nach oben hin definitiv ausbreiten, wenn wir wollten. Aber das gefällt mir schon jetzt ganz gut. Okay, sag ich mal, ist okay. Ist halt ein Upgrade von vorher, sagen wir so. Halt, eine Sache müssen wir noch bauen. Da vorne. Das gefällt mir nicht. Warte. Weil ich komme ja immer hier raus. Das muss ein bisschen noch gefixt werden, würde ich sagen. Wenn ich hier rauskomme, will ich eine Sache nicht, dass hinterrücks mich einer erschießt. Deswegen würde ich trocken behaupten, ich muss irgendwie vorbeikommen, ohne runterzufahren. Ich müsste gerne, dass hier hinter wie eine Wand steht. Ja, so, das ist besser. Ja, guck mal hier, das ist auch sehr viel. Seht mal, wenn ich jetzt nicht gegessen eben. Weißt du was, wir machen auch das von unten gerade fertig. Yeah. Guckt es euch an. Jetzt haben wir eine Festung, von der wir schwätzen gehen können. Irgendwas habe ich die. Das ist Schleim. Shit. Komm her, Schleim. Oh shit, nein. Das könnte viel Schaden geben. Will ich Giftresistenz reinhauen? Noch 7 Sekunden, weißt du, das können wir durchhalten. Das hat man noch aus. Sagt er, es wird von einem anderen giftigen Tier angegriffen. So, damit kann ich leben. Hier, das ist auch okay. Richtig vernünftig umbaut. Wenn einer gegenschlägt, vor allem hält das auch was aus, das Zeug. So ein mindestens 1-2 Trollschläge hält so eine Palisade locker aus. Witzigweise im Gegensatz zu den Steinen. Aber jetzt, das sieht okay aus. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr zufrieden seid, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Jetzt muss ich ja noch ein paar Mal hin und her laufen, das Zeug mal einzusammeln. Und dann ist der nächste Plan natürlich. Entweder gehen wir von hier nach oben und ignorieren, was hier unten passiert. Oder wir müssen hier irgendwie außen herum eine Palisadenwand bauen. Quasi, wirklich einmal außen rum. Am besten sinnigerweise von diesen unzerstörbaren Bäumen. Einmal hier so links herum. So wirklich so ein
ja, Perimeter, so eine Sicherheitsmauer außenrum ziehen. Das ist die eine Überlegung. Und die andere ist, wir bauen einen Erdwall hier auf. Weil Erdwall kann man nicht zerschlagen, so ohne weiteres. Ist womöglich sogar noch besser. Muss ich mir aber noch überlegen. Aber wisst ihr was, verbleiben wir erstmal so. Ne? Ich würde sagen, verbleiben wir erstmal so. Und ich sage nur eins, nämlich danke fürs Beispiel zuhören. Das wird Mega 3 und so viel zum Thema ist mal wieder Valheim. Und in dem Fall gab es ein bisschen mehr Gebaue. Nicht schrecklich viel, aber ich wollte jetzt nicht zu Tode langweilen hier gerade. Aber ich würde sagen, das sieht, außer dem komischen Balken hier gerade, es sieht aber alles in allem gesehen schon gar nicht verkehrt aus. Kehren wir erstmal zurück. Bis da also erstmal. Und ciao.